So, 3, 2, 1 und hallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Ultimate. Alter Spiel. Ohne Scheiß ist das mein ich bin alter Schwedenverstörung komplett. Sorry. Wartet, wo ist Lautstärke? Ich glaube, ihr habt gerade die Werbung von Twitch gehört. Ich entschuldige diese leicht verstörende Unterbrechung höchstwahrscheinlich. Ich habe den Ausschlag gesehen. Der Ausschlag war Aua, Rest in Peace, Headphone Users. Also, um das nochmal für alle hörbar zu sagen, es ist scheiße lang her, dass wir das gespielt haben. Ich habe jetzt noch keine richtige Ankündigung gemacht, dass wir jetzt spielen, außer auf einen Kommentar zu antworten und das Ankündigungsvideo und den Text zu schreiben. Das Ankündigungsvideo hat aber jeder schon gesehen. Bevor die Änderung kam, das heißt, die Änderung kam zu spät, das heißt, kein Schwein wird heute hier sein. Oder ein paar wenige. Das Geilste ist, dass Twitch mir anzeigt, dass es lädt und dass es nicht da ist und ich mein Bild sich bewegen sehe. In your face, Twitch. Es hat sich so viel verändert. Einerseits, mein Skill-Level ist weiter gesunken, weil ich Ewigkeit nicht gespielt habe. Andererseits, ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Gut, das hat sich nicht verändert, das war schon immer so. Drittens, wir haben wahrscheinlich nicht mehr so viele Zuschauer, weil wir halt gerade neu anfangen. Das heißt, neu anfangen, im Sinne von das Streaming für zumindest eine Woche, auch wenn ich da nicht jeden Tag streamen werde, wieder ankuppeln wollen. Und, ja, ich habe halt keine Ahnung, wie es jetzt wird, ob ich hier irgendwie die High-Rank-Quests hinkriege. Momentan funktioniert meine L-Taste auch noch. Ich bin äußerst zufrieden damit. Ich habe keine Ahnung, ob der Stream gerade funktioniert. Twitch hat sich komplett verändert, die Seite. Ich habe keine Ahnung, ob ich da irgendwas falsch und richtig gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, ob ihr überhaupt in irgendeiner Weise versteht, was ich sage oder verstehen wollt, was ich sage. Und da noch gar keiner da ist, würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal eine Offline-Quest. Das heißt, ich stand hier komplett richtig. Hat denn mein Vergangenheits-Ich gute Arbeit gemacht? Nein, hier fehlt noch eine Quest, die ich noch nicht habe. Also es hat ansatzweise gute Arbeit gemacht. Es hat nicht mit allen Leuten geredet. Böses Ich. Und jetzt müssen wir diese ganze Quest machen. Schön, normalerweise ist es immer von oben nach unten durchgehen, aber Smart Konkadala war doch eigentlich G-Rank von Unite-Seite aus. Ich habe keinen Bock auf G-Rank-Monster. Allerdings habe ich Bock, meine guten, großen, starken Waffen nochmal durchzuschauen. Meine großen Schwerter anzugucken. Also wie gesagt, Twitch lädt die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, ob ich streame oder nicht, aber also ich sehe mich. Und ich habe auch einen Ton gehört, daher, das wird schon passen. Irgendwie. Wir haben sogar Tränke. Wir haben beim letzten Mal scheinbar nichts Schwieriges gemacht, denn ich habe Maxi-Tränke dabei oder ich wurde zu schnell getötet. Das kann natürlich auch sein. Ah, wir haben da einen Moran gemacht. Also nichts Schwieriges, geht in Ordnung. So, this is out. Was haben wir für Waffen? Wir haben hier das Elektro-Großschwert. Okay, habe ich irgendwelche Eiswaffen? Wir haben gefroren, habe ich irgendwelche guten Eiswaffen? Irgendwas, womit ich umgehen kann. Gab es hier jetzt schon die Stile? Oh, ich weiß gar nicht, was so hier Phase war, was hier wirklich abging, wie ich hier abging. Aber gut, da ich normalerweise mit Doppelschwertern überhaupt nicht abgehe, können wir die mal nehmen. Und Zarok, der Einzige, der mit Sicherheit weiß, dass wir heute hier jetzt streamen, ist da. Panzer! Vollpanzer. Ich begrüße Sie. Ich knalle zurück. Willkommen im Stream. So, wir haben sogar schöne viele Items dabei. Rüstung könnte irgendwann demnächst vielleicht auch mal wieder eine Stufe hochgenommen werden. Ich meine, ich muss jetzt nicht wie in Try Ultimate mit der Barov-Rüstung, hier mit der Tetsukabora-Rüstung, ich kenne den Namen noch, alles durchmachen. Zarok, momentan wären wir bloß zu zweit. Ich würde dich bitten, kurz zu warten, bis ich von dem Vieh hier angeschissen wurde. Und nachdem ich dann stinkend nicht geduscht zu dir kommen kann, würde ich mich dann komplett um dich kümmern, sodass wir zwei sowas wie notfalls Arena-Quests machen könnten oder halt Eiersammel-Quests, alles was so die wahren, harten Bros nur hinkriegen können. Wenn du verstehst, was ich meine. So, ich muss mal ganz kurz die Seite neu laden. Ey, ich sehe sogar, dass ich live bin und ich sehe auch, wie viele Zuschauer ich habe. Wir sind gar nicht nur zu zweit, wir sind zu viert. Oh mein Gott. So, mit so viel Fame habe ich jetzt nicht gerechnet auf die Schnelle. Das steigt mir gleich zu Kopf, genauso wie die Scheiße, das
Smart Crocodile, in der ich gleich baden werde. So viel ist klar. Gut, ihr könnt mir übrigens mal ganz kurz schreiben, wenn ihr so lieb und nett wärt. Einerseits, ob die Tonabstimmung so halbwegs in Ordnung ist, also meine Sprache zu der Sprache im Spiel, ob ihr mich überhaupt hört oder ob ihr bloß meine Lippenbewegungen mitsehen wollt. Und warum zur Hölle bin ich im gefrorenen Vulkan? Hätte den irgendwie, auch wenn ich keine Ahnung mehr von den Gebieten habe, hätte ich ihn irgendwie in einem anderen Gebiet vermutet. Aber gut, was soll's. Versuchen wir ihn erstmal irgendwie wiederzufinden und versuchen erstmal mich selber irgendwie in das Spiel einzuarbeiten. Das wird das Schwierigste. Also, ganz ehrlich, erstmal fällt mir auf, dass die Grafik anders ist als auf der Wii U. Es ist schon mal schön, dass die Wii U eine bessere Grafik hat als der 3DS. Das muss man ihr mal anmerken, weil sonst hieß es ja immer wieder, oh mein Gott, Wii U ist so scheiße, Nintendo macht scheiß Grafik. Ja? Aber die Konsolen haben beschissene Grafik als alle anderen. Was vielleicht nicht gerade so schwierig ist, aber guck mal, ich kann springen! Wuhu! Sagte der suizidgefährdete Jäger. Aber was soll's? Natürlich. Und erstmal direkt angestinkt worden. Na, das ist doch naja. Muss sowieso erstmal mein Ultimate Special suchen. Ich habe seit Wochen nur Pokémon gezockt. Ey, nice! Gleichfalls! Da haben wir doch schon mal. Da, auf jeden Fall ist gleich. Gleich kommt wieder Scheiße raus. Ich habe zumindest auch genügend Schärfe. Oh, Conchos! Conchos? Idiotische kleine Viecher, die mich immer wieder umhauen. Schön, dass ihr auch mit dabei seid. Hey! Dass ihr auch direkt mal mit da seid. Und erstmal auf den Scheißaffen drauf. Was war's? War A? Ja, A war's. Er war blocken. Boah, ich hab's noch im Blut. So, beinahe. Also, auf jeden Fall habe ich gerade intravenös seine Scheiße eingedrückt bekommen. Ey, Angriffsstärkung. Geil, danke. Stimmt, meine Katzen können ja endlich wieder was. Nicht, dass Todi nichts könnte, aber Todi will halt immer nie zeigen, dass er was kann. Außer wenn wir wirklich richtig harte Quests machen. Aber ansonsten steht halt immer da wie, Alter, Junge, das ist einfach viel zu leicht für mich und ich will halt lieber mich töten, weil das anstrengender ist als das Monster. Hier sind die Katzenwesen immer ganz bei der Sache und man wird vom Furz nicht weggeschleudert. Schön! Endlich sind es nicht mehr Hartbrockstückchen, sondern Dünnschiss, genauso wie das, was ich immer rede. Also das, was ich rede, kommt jetzt endlich auch aus den Monstern raus, also zumindest aus denen da. Apropos Dünnschiss, ich habe mich eigentlich, nein, ich habe tatsächlich in keinster Weise irgendwas gegen die Scheiße mitgenommen. Das ist jetzt, verdautes Essen. Aber so richtig hart. So, wir sollten vielleicht auch ein bisschen. Nicht gut! Oh, erinnert mich gerade ein bisschen an 1945, aber gut, was soll's. Wurden wir halt vergast, liegen wir am Boden, alles klar. Alter Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. What the fuck? Okay. Also, das ging schneller. Es ging eigentlich genauso wie erwartet zu Ende. Ich habe halt das Deo nicht mitgenommen. Was bei so einem Smaragd-Kongalala vielleicht noch mit der größte Fehler sein kann, den man so machen kann. Und habe ich wenigstens Paintballs dabei? Ja. Benutzt habe ich sie zwar nicht. Warum? Sollte man auch. Ich meine, ich will euch ja das Gebiet nochmal zeigen, damit auch ihr so ein bisschen wieder euch reinfindet, was und wo und wie denn wir so lang gehen können. Nicht, dass ihr es vergessen habt oder so, ne? Also, ich muss ja da auch an meine Zuschauer denken, die genauso lange wie ich definitiv das Spiel nicht mehr gesehen haben. Daher, oh, guck mal, da ist er sogar. Grandios. Und es klingt fast wie schlafen, aber das wäre ein bisschen übertrieben. Geronimo! What the fuck? Ich dachte gerade, er wäre einfach abgedüst nach oben gesprungen. Das wäre so geil gewesen. Wenn er so, Bouncing Ball Gummiball-mäßig hoch und runter gegangen wäre. Und ja, ich glaube, Bouncing Ball heißt nicht Gummiball oder Flummi auf Englisch. Ist mir aber egal. Bouncing Ball klingt cool. Ich wollte gerade wieder auf ihn springen, aber irgendwie habe ich Angst vor der Scheiße. Ich habe so ein bisschen jetzt Respekt davor gelernt und er fängt an zu essen. Er knuddelt mich zu Tode. Er konnte sich heilen? Okay. Grundsätzlich ist das ein gutes Zeichen, weil es heißt, wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen Schaden gemacht. Aber meine Erfahrungen mit den Daimyo Hermitauer, die ich mich beinahe noch bei dich, Junge! Well, das lief wesentlich besser als erwartet. Also mit meinen Erfahrungen an dem Daimyo Hermitauer zu sprechen. Grandioses Skill-Level von mir an dieser Stelle, lass das! Dankeschön. Wird der Kampf eine ganze Weile dauern. Der wird richtig hart.
Also so hart wie der Furz des Smart Congolades in Freedom Unite, weil da hat es einen halt noch weggedrückt. Einfach aus dem Grund, da wir jetzt unsere zweite High-Rank-Quest hier haben, noch ich hasse es. Und da stink ich wieder. Kein Wunder, dass ich immer noch die ganze Zeit Single bin. Meine Fresse. Wenn ich mich nicht mal gegen sowas zur Wehr setzen kann. Wo ist meine Wehrmacht, wenn man sie immer braucht? Da ist meine Wehrmacht. Sehr schön. Wer macht denn sowas? Es sieht aus wie Charming. Nee, Charming war es nicht. Ich sollte vielleicht die Karte groß machen. Hasi war's. Hasi macht sowas. Grandios. Solange ich stinke, wäre es eine gute Idee. Oh, da kommt er sogar direkt mit, so wie es sein sollte. Stimmt, ich habe jetzt meine wunderschöne Leiste voll. Dämonisieren ist eigentlich voll überflüssig. Dann machen wir das mal ganz kurz weg, bevor ich wieder keine Ausdauer mehr habe, wenn ich es unbedingt brauche. Weil kein Leben habe ich ja schon. Nochmal keine Ausdauer wäre äußerst ungünstig. Dankeschön für die Heilung. Oh, der Konchus. Natürlich. Mit einem Schüssel Cognac noch mit dazu. Ist ja extra beschissen. Vielleicht ist er noch gerade so ertragbar. Keine Ahnung. Ich da jetzt Schaden bekommen, wäre es doof gewesen und ich stink nicht mehr. Grandios. Moinsen, Gaming AD ist mit dabei. Oh Gott, das kann ja heute was werden. Ich erinnere mich nicht mal an die Steuerung. Ey, denn mir geht's genauso. Das sind wir wenigstens auf demselben Niveau. Obwohl, Steuerung kriege ich hin. Also, ne? An Wendo hochkraxeln habe ich noch nicht vergessen. Ich bin so stolz auf mich. Endlich mal Sachen, die ich nicht. Ach ja, und Schweben und Fliegen habe ich immer noch nicht vergessen. Das kann ich auch noch super. Bevor wir gleich voll geschnissen werden. Laufen wir lieber in sein Gesicht rein. Da können wir höchstens angekotzt werden. Das macht es so viel besser. Wir sollten uns vielleicht heilen. Oh. Oder wir geben ihm so richtig hart auf Arsch. Er wird furzen, er wird furzen, er wird furzen. Zumindest ein Unite Kongalala hätte jetzt uns die Nase braun gemacht. Würde ich jetzt mal so formulieren. Denn die haben zumindest im Fallgruben das immer wieder gerne gezeigt, wie schön sie das doch können. So, Hasi liegt auch nochmal auf dem Boden, weiß nichts mit sich anzufangen. Och man, ich weiß, dass du ein Fass hast und nicht nur ein Sixpack, ist nicht so viel wie du. Geht in Ordnung, hab's vermerkt, das musst du jetzt nicht immer wieder zeigen. Und ich sollte wirklich auf Leben und Schärfe sowas von achten. Nein, nein, böser Weg, och man, renn mich halt um. Ist ja nicht so, als wenn ich... Also ich dachte, er liegt gerade einfach so. Ist ja nicht so, als wenn ich irgendwie Gefühle hätte oder so. Renn einfach über mich drüber. Ja, habe ich nichts dagegen. Erst furzte mich an, gibst mir deine ganze Ladung ins Gesicht und dann rennst du weg. Ich verstehe. Das ist das erste Mal, dass es jemand gemacht hat. Aber komm schon. Also, dass lieber jemand die volle Ladung gegeben hat. Aber wegrennen, das musst du doch nicht auch noch mit sein. Und wo hast du jetzt den Pilz her? Scheidenpilz. Ach, meine Güte. Dass die Werbung auch noch in Monster Hunter so penetrant sein muss. Fick doch die Wand an. Nicht gut. So, jetzt wäre Deo langsam echt richtig geil. Was haben wir noch so? Wir haben noch ein ganz großes Problem. Hier ging's doch raus, oder? Komm schon. Ja, dankeschön. Also ist heute online, also Monster Hunter Online. Und kann ich gleich dazu. Nixos Wixos und erstmal Grüße an Nixos Wixos und Gaming AD stellen dieselben wichtigen Fragen. Jo, heute ist noch mit online. Ich wollte bloß erstmal offline machen, weil halt noch nicht so viele Leute da waren. Ich wusste, wie viele mitgespielt hätten. Und weil halt bisher nur Zarok sich im Chat bemerkbar gemacht hat. So, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall erstmal vorher ganz schnell ins Bett legen. Wie wir wissen, einmal schön einschlafen, vernichtet den Gestank. Zumindest kriegt man ihn selber nicht mehr mit, was ja auch schon mal wunderschön ist. Und halt zudem auch noch. Und wir hätten einen Megasprintsaft. Das ist grundsätzlich auch eine gute Option. Aber ich glaube, ich kriege das auch noch ohne hin. Und es ist so geil, wenn zwei Katzen versetzt Miau Miau rufen. Aber gut, aber wie gesagt, wir machen doch schnell den Smart Congolala, dann können wir online spielen und alles ist gut. Solange du wild bist. Deswegen habe ich auch online und offline aus dem Text bei Twitch weggelassen. Einfach nur, weil ich noch nicht wusste, ob das heute was wird oder nicht. So, erstmal geht's jetzt wieder back in action. Hoffentlich ohne wieder so hart angeschissen zu sein. Boah, mir steht der Gestank bis hier, ne?
Wow, und er läuft einfach mal richtig schön den Berg hinauf. Ist auch eine coole Option. Und es ist vielleicht auch keine gute Idee, dahingehend immer wieder seinen Arsch anzugreifen. Also, nicht gut. Oh, ich habe schon wieder gar keine Ausdauer mehr. Taha, ein Glück hatte ich High Ground. Ansonsten wäre ich gegroundet worden. Und wir sind wieder auf ihn drauf. Wichtigstes Feature, wie immer bei ihm hier. Also allgemein bei den Monstern hier. Mal schnell zeigen, wie schnell man A drücken kann. Oh, er hat auch keine Ausdauer mehr. Noch Mensch, der Kleine. Kann nicht mal mehr richtig kämpfen. Schön, dass ich noch ein bisschen was habe. Schön, dass ich auch absolut nicht treffen kann. Was sollte man auch sonst von mir erwarten? Aber es reicht nicht mal aus, um den scheiß letzten Schlag zu machen. Aua, und dafür werde ich auch nochmal so richtig hart bestraft. Und du, was machst du? Du rennst immer noch weg. Humpeln ist was für Anfänger, ne? Ist klar, so. Wir sind noch die Dämonisierung vollbekommen, das war wichtig. Und er ist in die 1. Schön, dass ich für den weiteren Blick, welches Gebiet er geht, erstmal das Gebiet ranzoomen muss. So nicht anders funktioniert das doch, oder? Habe ich richtig verstanden, Sensei? Oh, guck mal, ich sehe Territorial Dumplos. Könntest du kurz warten, bis ich das aufgesammelt habe und mich danach töten? Wären wir wesentlich lieber in der Reihenfolge. Weil dann könnte ich das Ding noch gleich mit abgeben und per Nebenquest beenden. Immerhin, das hat geklappt. So, bevor ich jetzt nochmal sterbe, würde ich gerne noch ein paar kleine Schläge drauf landen. Das war tatsächlich echt so. Mit 7 Megatränken bin ich vorhin gestartet. Nach einem großen Monster, das ich scheinbar geschafft habe. Also, ne, vielleicht wird es bei dem ja auch nochmal ein bisschen besser. Ey, Furie ist angekommen. Oh, oh, Riesenfurz. Bei der Scheiße will es nicht in der Nähe stehen. Und da geht er auch mal zugrunde. Nice. Also liegen kann er auf jeden Fall sehr häufig und sehr gut. Was ja schon mal nicht gut, sehr schön ist. Auch hier mir kurz vorm Weg stehen. Und er... Tja, was habe ich da kaputt gemacht? Habe ich seinen Arsch kaputt gemacht? Sorry, deine Arschimplantate sind jetzt nicht mehr so spitz wie vorher. Oder halt so flauschig wie vorher. Passiert halt mal. Na gut, von mir aus. Hauptsache, wir können immer noch ein bisschen verfolgen. Irgendwie blinkt die ganze Zeit bei mir so eine rote Lampe und ich weiß nicht wieso. Darf ich den Kabim machen? Keine Ahnung, was Kabim ist, aber wenn es ein Monster ist, wenn ich da mithalten kann von meinen Ausrüstungsgegenständen her, können wir es probieren. Ich bin Stammkunde, me too. Warte mal, Hammer Time. Guten Abend, Blayforfun ist auch mit dabei und... Hast du meine Liste auf YouTube gesehen? Ich glaube ja. Also wenn du sie jetzt nicht vor 19 Uhr geschrieben hast, dann habe ich sie gesehen. Und erstmal... Oh, das war ein schönes Ding. Da habe ich ihm gezeigt, wer der Boss ist. Und dass er auf jeden Fall nicht zu den guten Jungen gehört. Also wieso immer diesen... Who's a good boy? Von den Hunden halt, ne? Falls ihr die Anspielung nicht verstanden habt. So... der bewegt... Ah, er hat Hunger, deswegen bewegt er sich so langsam. Och, wieso er auch immer wieder frisst. Immerhin unterbrochen. Als wäre es das dritte Mal sonst gewesen, dass dieser Idiot sich selbst geheilt hat. Was scheiße gewesen wäre. Und sein Kopf ist kaputt. Schön. Du hast die Haare schön. Tatsächlich finde ich so unfrisierte Haare nochmal wesentlich mehr sexy als frisierte. Und der frisst schon wieder. Wo kriegt er das ganze Fressen die ganze Zeit her? Und hat jetzt eine Angriffsstärkung bekommen. Habe ich das richtig gesehen? Und du, oh, 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 was auch immer es ist, es ist Feuer. Alter, hast du gerade scharfes Curry gegessen? Falsches Spiel, wir sind nicht in Super Smash Bros. Er hat auf jeden Fall heißen Durchfall, das kann ich bestätigen. Oh, oh, nicht gut, falsches Item. Ich würde es ja gerne auf meine Eltern schieben, aber es kann auch sein, dass ich einfach inkompetent war. Heilung war links und rechts daneben und ich entscheide mich für die Mitte. Durchfall und durchgefallen. Von Little Mojo. Ja, dann habe ich die gesehen. Das habe ich gemacht. So, nochmal schnell Maxi-Trank betrinken. Was? Das ist das falsch? Das heißt Play for Fun? Ja, war okay. Och man, ich bin ein bisschen aufgeregt. Könnte sein, dass ich noch ein paar Mal das falsche Item wähle. Ist auch voll geil, wie wir diesen scheiß Kongalala zweimal sterben brauchen. Oh stimmt, Territorial, da muss man noch abgeben. Und deswegen habe ich das natürlich gemacht. Nur deshalb bin ich hierher zurückgekommen. Und was war die Zeit? 10 Minuten, 15? Ja, 15 Minuten bisher.
Vielleicht sollte ich wirklich via Nebenquest beenden und erstmal mit euch ordentliche Sachen farmen. Vielleicht sollte ich das auch einfach ignorieren und Geronimo rufen und wieder in den Kampf gehen. Geronimo! Wir werden so fucking hart sterben. Aber das mit Spaß, das ist ja schon mal toll. Und es ist ja letzten Endes nur... Ah, er schläft sogar. Hallo, mein Schatz. Schön, dass ich dich wecken darf. Oh, da schüttelt er sich nochmal kurz. Munter, ich hätte die Bomben benutzen sollen, oder? Er hat mich noch nicht mal bemerkt. Das ist wie mein Schatz. Er humpelt vor mir weg, ohne mich gesehen zu haben. Sein natürlicher Instinkt kickt rein. Und... Oh, okay, dann stolpert er halt nochmal. Immer noch ohne mich gesehen zu haben. Junge, ich weiß, dass du beschissen bist, aber dass du so verkackt blind bist, hatte ich nicht gedacht. Okay, und jetzt hat er halt sein Curry nochmal angewendet. Ist auch gut. Oder halt auch nicht. Habe ich jetzt... Er springt weg. Ich hätte ihn painten sollen. Fuck. Aber kann nur in die Richtung sein. Brenne ich eigentlich wirklich? Oder was ist dieses Zeichen auf mir? Ah, ich habe gebrannt. Ich habe von seinem scheiß Curry gebrannt. Habe ich das in die Augen bekommen oder wie? Natürlich. Was noch sonst? Könntest du kurz herhumpeln? Das sieht beinahe gut aus. Seht ihr? Er flieht halt einfach natürlich von mir weg. Weil halt jeder Primat vor Intelligenz flieht. So, kommt er gleich wieder hochgetrampelt. Hört sich so an. Aber nicht schnell genug. Oder doch? Oder doch! Okay, es hat allerdings ihn absolut komplett widerlich interessiert. Wahrscheinlich war er selber schon Feuerspeit. So ein bisschen mehr Feuer, das macht es eigentlich nur noch schärfer. Ist wie so ein Oberschinken, wenn er den mehr wetzt, ist auch nicht mehr so viel Unterschied drin. Ey, ich bin gemäut. Nice. Alter. Übertreib halt. Supernova-Explosion, sage ich nur dazu. Okay, geht in Ordnung. Dann jetzt noch mal kurz ein bisschen dämonisieren. Der kann doch gar nicht mehr so viel haben. Der hat doch schon geschlafen. Dankeschön. Quest geschafft. Tatsächlich, erste Quest im alten, im neuen Streams, im alten Spiel. Schönes Spiel geschafft. Puh. Ehre nicht komplett verloren. Sino, sollen wir wieder Crab als Waffenrüstung nehmen? Ja. Allerdings Crab im Sinne von High-Rank-Waffen. Das, und High-Rank-Rüstung. Bis dahin ist es erlaubt. Alles, was High-Rank und runter ist, wunderschön, bin ich absolut zufrieden mit euch. Schon hätte ich vielleicht auch schon eher sagen können, damit ihr euch schon mal darauf hättet vorbereiten können. Aber naja, besser Nachsicht als von der Klippe stürzen. Oder so ähnlich war das. Du stirbst auch nicht von einem Schlag? Wie schwach sind meine Doppelschwerter aus dem Doppelschwerter? Okay, geht in Ordnung. Du schläfst auch von zwei Schlägen nicht? Dann muss ich wegtreten. Na dann geht halt das so. Guck mal, wir können doch abbauen. Ich hab doch bestimmt meine Megaspitzhacke mit, oder? Ja. Und Schwefelkristalle, wunderschön. Habe ich noch irgendwas zum Lesen? Ich denke, wie beim letzten Mal wieder maximal High-Rank-Waffen. Genau, hat es auch geschrieben, genau so würden wir das machen. Zeichen dasselbe wie von Brachylios. Und kannst kommen in meine Halle. Du willst wohl Vorteile haben, oder wie? Grundsätzlich könnten wir das natürlich machen, aber... Ey, ich krieg einen Starkknochen! Der Winter naht. Der König des Nordens kommt am 24. Dezember vorbei und bringt seine Geschenke mit. Also vor allen Dingen seine Route, so Game of Thrones-Style halt. Gut, haben wir das mal kurz auch geschafft. Ist jetzt bei Hochrang-Erkundungen mit dabei, toll. Und welche Farbe war das? Ach, keine Ahnung. Normalerweise hatte ich da auf Blagis mit dabei, der konnte das immer sehr gut unterscheiden. Aber so wie es aussieht, habe ich keinen Plan. Jetzt sehe ich, was die ganzen Anzeigen bei Twitch für sind. Das eine zeigt mir die Zuschaueranzahl, das andere die Minuten, die ich gestreamt habe. Dann die Clips, die ich aufgenommen habe, wie Highlight-Clips, Aufrufer und Follower. Die beiden letzten zwei stehen daneben. So, das heißt, wie kam ich nochmal in den Online? Ich würde einfach wieder eine Halle aufmachen, ihr kommt dann damit rein, ne? Weltkarte. Ah, hier sind jetzt hochrangige Erkundungen. Okay, die sind auch relativ neu. Dann Versammlungshalle, das klingt gut. Und Online-Status ändern. Man kann nicht Solo-Offline spielen. Okay. Bin ich halt dieses Mal kein Solo-Talent oder ein Solo-Künstler. So, machen wir es zu viert. Was
dann in dem Fall höchstwahrscheinlich dreifach H-Gay ist, aber na gut, was soll's. So, erstellen wir kurz Zusammenhalte. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Gibt es nur meine Idioten dürfen beitreten? Suche Experten, genau das sage ich doch. Und Passwort wäre vielleicht noch gut gewesen. Nein, nicht Spiel verlassen. Aber wie mache ich das denn jetzt? Bevor jetzt wieder Leute reinkommen. Wir gehen erstmal Online-Status ändern. Jetzt kann ich nämlich Solo auswählen, genau. Sorry, auch wenn ihr euch jetzt beeilt habt. Gleich kommt die Versammlungs-ID. Ich bin aufgeregt. Und mach falsche Sachen. Also, Verbindung wird hergestellt. Das ist auch schon mal schön nochmal. Doppelt hält besser, ne? Der alte Raum, der hat so sehr nach Kongalala gestunken. Da passt das. So, Versammlungshalle erstellen. Suche Geld. Wer mir hilft, es zu finden, ist mit dabei. So, Freunde einschließen. Genau, jetzt das Passwort. Gutes Passwort, kennt ihr alle. 4, 3, 2, 1. Ist in Ordnung. Kommunikationsaufbau. Das ist am schwersten zu hackende Passwort. Und wir befinden uns in dem Raum. Eure heutige Versammlungshallen-ID ist die 05-6652-0953-7867. Bitte meine. Also er weiß Nixos, Vixos weiß auch die Farben nicht. Okay, und Crowdon ist wieder mit dabei. Grüße an Crowdon, willkommen in der Halle. Und Paul und Zarok. Das ging schnell. So, schauen wir erstmal. Crowdon, du warst der, der immer seine riesen Superwaffen benutzen wollte, ne? Für dich geht auch wieder, wir werden so lange rumdiskutieren, bis du deine Waffen wechselst. In der Zeit kann Paul, der Fähigkeiten hat, kann man hier irgendwie auf die Waffen gucken, um zu sehen, was das High Rank ist oder Low Rank oder so. Könntest du mal, irgendjemand, der schlau ist, könntet ihr es bitte mal in die Kommentare bei Twitch schreiben? Ich bin noch nicht so weit, ich kann es nicht wissen. Aber ansonsten, ich glaube, Paul ist schon relativ nah daran, dass... Es sieht auf jeden Fall gut aus. Also, Schweiche Rosa sollte auf jeden Fall gehen. So, und während alle sich darüber zanken, Brokkoli bin VIP. Das reibt sich. Während sich alle darüber zanken, was nun die richtige Farbe ist, dürfen die, die richtige Farbe haben, schon mal mit mir zurück zum Armdrücken gehen. Der wichtigste Teil des Online-Let's Play. Hab G-Helm, darf ich benutzen? Nein, darfst du nicht. Alles auf maximal High Rank. Maximal bis Rot. Seltenheit 7. Genau, orientiere dich an der Seltenheit. Maximal 7. Und Paulchen verdeckt gerade wunderschön den Armdrück-Contest. Ich lehne mich an seine Schulter an. Oh. Okay, Zarok, unser erster Gegner. Zeigen wir, dass ich sehr viel Spaß hatte. In der Zeit, wo ihr nicht da wart und auch schön meinen wunderbaren rechten Arm trainieren konnte. Na, immer noch das beste, ungeschlagene Solo-Talent. Fuck yeah. Sehr schön. Okay, Zarok ist okay, sagt Nixos. Paul GM Z nicht. Genau. Das heißt, man sieht ja auch die Dinger nicht, also was es ist, ne? Aber bis auf das, wo ich eindeutig sehe, dass es nicht stimmt, vertraue ich euch ansonsten einfach mal. Gut, ich kann auch für euch nochmal ein wunderschönes Essen ausgeben. Habe ich eigentlich einen Gutschein? Ich habe einen Gourmet-Gutschein. Yo, möget ihr alle in Frieden speisen. Live long and prosper, oder wie es so schön heißt. Okay, Angriff hoch ist grundsätzlich nicht schlecht, egal. Was machen wir eigentlich? Wäre vielleicht mal die richtige Frage gewesen, oder? Erstmal bloß Leute sammeln und sagen, alles klar, ihr müsst euch für mich deduzieren, runterstufen. Ihr müsst euch für mich differenzieren und dann schauen, was machen wir eigentlich. Ach du Scheiße. Wie es aussieht, müssen wir ganz viel lesen. Lass mich doch alle in Ruhe. Glückwunsch, Jäger. Du wurdest auf Jäger 4 befördert. Ja, bitte, yeah. Doppelglückwunsch. Jetzt kannst du Hochrang-Quest versuchen. Yay. Nein, mit rein jetzt. Ist mir überhaupt nicht runtergefallen. Okay, genug geklatscht. Es gibt da nämlich noch ein paar Dinge, die du über Hochrang-Quest wissen musst. Die Hochrang-Quest...
Silvester-Tricks neben mir wird dir alles erklären. Hochrangige Quests sind ganz anders als niedrigrangige Quests. Sei darauf gefasst, sei besser auf alles gefasst. Diese Quests sind böse. Sie bringen dich im Schlaf um. Bildlich gesprochen. Und auch tatsächlich, weil wenn du Hypno-Catrice bekämpfst, dann auf jeden Fall. Da ich jetzt ja vollkommen irrelevant für dich bin, vergiss bitte nicht, hin und wieder mal vorbeizuschauen und Hallo zu sagen. Nein, nein, sag es nicht. Es tut so weh. Sag nicht, ich werde dich vermissen und in meinem Herzen immer niederreingebleiben. Nur für dich. Ist es wirklich mehr? Du kannst neben hochrangigen Quests nämlich auch weiterhin niederrangige Quests abschließen. Moment, wo willst du hin? Nee, aber tatsächlich werden wir das machen, weil wir haben hier noch nicht alles erledigt. Okay, hier ist Erdetor, mit denen verschone ich euch jetzt. Hier ist Erdetor und Großsteinsuche ist vielleicht auch nicht das Beste für euch. Haben wir hier noch irgendwas, wo Monster getötet werden dürfen? Also jetzt vielleicht nicht. Io Brace, oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh, 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 oh. Meine Freunde, wir machen... Was habe ich... Was? Komm, wir machen den Genuga. Nahender Sturm. Erjage einen Zinokre. So. Ich hoffe, jeder ist ansatzweise gut darauf vorbereitet. Das ist schön. Wir machen einen... Warte, da habe ich die richtige Waffe. Mensch, ist das schlau von mir gewesen? Oder ist das schlau von mir gewesen? Das ist richtig geil von mir gewesen. Aus dem Handgelenk die richtige Quest ausgesucht. Was mir natürlich auch direkt aufgefallen ist, denn ansonsten hätte ich ja die Quest nicht ausgesucht. So, Paulinchen, ich zeig dir, was für eine Frau du bist, wenn es um wahre Stärke geht, mein Freundchen. Yeah, Muckis aus Gruppstahl. Und vielleicht habe ich da links von dir ein schwarzes, rechts von dir ein schwarzes Loch aufgebaut. Nur damit du da auch noch mit reinfliegen kannst. Vielleicht. So, jetzt kann ich die Quest auch endlich mal annehmen. Die von mir wunderschön ausgesuchte Quest, weil ich einfach meisterhaft darin bin. Und Fetus, Delitus, don't fuck with... Wait, what? Was habe ich übersehen? Nein, abbrechen. Start, Chatprotokoll. Achso, ich sehe. Fetus, Delitus, don't fuck with me. Ich habe euch beide weggefuckt, also ernsthaft. Als wenn ihr auch nur irgendeine Chance geben hättet. Ach ja, und Crowdon, du musst auch noch. Ich zeig dir, dass ich dein Kaiokre bin. Kaikrokre. Boah, was mein Kopf manchmal so hat an Dummheiten. Einfach unglaublich. So, erstmal muss er noch essen, ne? Ist ganz klar. Denn ohne Proteine würde er mich eh nicht besiegen können. Ich habe ihm da so eine gewisse Milch vorbereitet, die er dann noch mittrinken kann. Oh, er ist einfach mal komplett nackt. Der will mich nur verunsichern. Alles klar, aber nicht mit mir. Dein Schwert ist übrigens zu groß und deinen Arsch und verdeckt deinen Arsch. Dementsprechend funktioniert das gar nicht. Sorry. Und damit lagen alle drei mir zu Füßen. So, alle bereit? Nein? Nicht alle Timer. Crown und du musst A drücken. Dankeschön. Wahrscheinlich stand ich im Weg. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wenigstens bin ich dieses Mal nicht losgegangen, ohne einen zurückzulassen. Ich erinnere mich da an gewisse Aktionen, wo das ja gegebenenfalls schon mal ganz unabsichtlich passiert sein könnte. So, meine Blitzbomben, ich bin shiny, ich habe alle Bälle. Gay. Und eine Karte, um den richtigen Weg zum Kreuz zu finden. Das ist auch schon mal schön. Und natürlich noch mehr Ration. So, ich glaube, Crowdon ist wirklich einfach mal waffenlos losgegangen und rüstungslos. Oder der hat sowas wie die Chakra-Rüstung, das könnte natürlich auch sein. So, Zarok, ich vertraue dir, du bist vorgerannt, du musst einen Plan haben. Ist er gerade stehen geblieben? Nein, ist er nicht, sehr gut. Hat das Gebiet gewechselt. Oh, guck mal, hier kann man abbauen. Ich komm gleich nach, ihr schafft das, ne? Ich bin im ganzen Herzen bei euch und scheinbar jetzt auch physisch. Verdammt. Nee, Paulinchen, so nicht. So leicht rächst du dich nicht für alles, was ich dir beim Armdrücken angetan habe. So, jetzt geht's endlich wieder los. Immer noch mit den geilsten Doppelschwertern on Earth, weil, beinahe die besten Waffen, die ich habe. Und auch beinahe das, wo ich am besten umgehen kann. Hust, hust, mit Ausnahme von so ziemlich allem. Wie wir jetzt feststellen konnten.
Da wurde ich weggeschwänzelt, aber so richtig auf die härteste Tour. So, Paul könnte theoretisch auch schön den Kopf zerstören und ihn vielleicht sogar für uns alle ein bisschen stunnen. Und ich sollte eigentlich bloß darauf aufpassen, nicht der Erste zu sein, der stirbt, weil ansonsten, also wenn ich nicht der Erste bin, kann ich schön jeden anderen dafür blamen, dass er gestorben ist. Und sehr schön. Da habt ihr aber mal wieder genau das gemacht, was ich von euch verlangt habe oder jetzt verlangt habe. Ihr versteht mich blind. Silu und seine Abonnenten verstehen sich ohne Worte. Warum er immer noch so viel Quatsch kann, trotzdem kann er sagen, oh, er schläft, ich Idiot, ich Idiot, ich Idiot. Er schläft nicht, er ist einfach nur rasend. Fuck. Stimmt, das geht ja in dem Spiel. Ich habe nicht den Hauptteil der Story vergessen. Ich bin immer noch ganz bei der Sache. Scheiße, und ich habe echt aufgehört zu schlagen und dachte schon, alter Junge, was... Danke. Vielen lieben Dank, wer auch immer mich da gerettet hat. Du bist ein wahres Schätzelein. Ich hätte vielleicht noch Megatränke mitholen sollen, oder? Ah, Quatsch, ich habe euch dabei. Nur falls gebt ihr mir die und gut ist. Alter, das war ja mal fucking nice. Also man muss merken, manchmal reicht es kein Skill zu haben, solange man genügend Luck und gute Mitkämpfer hat, die auch so hart für einen sorgen, dass die dann einfach mal aus diesem... Hi, Paul. Angriff raushauen. Seht ihr, Paul wollte mich schon wieder bloß retten. Dieses Mal hat er es leider verkackt, er war zu langsam. Ach genau, und Urks, stimmt, es gab diese Ansagen, wann man verwirrt ist. Urks ist verwirrt sein. Also wenn man zum Beispiel zu viel getrunken hat, ist man auch verwirrt. So nicht, mein Freundchen. Erst nochmal cool sein und irgendwo um nirgendwo meine Schwerter rumschwingen. Komisch, wenn ich das vor Kindern mache, komme ich immer in den Knast. Ich weiß auch nicht wieso. Und ein Quast ist übrigens ein Quantenknast. Das ist noch eine ganz, ganz, ganz kleine Zelle. Musste das sein? Es sieht zwar immer wieder episch aus, aber... Alter, Paul, ich hab dich im Visier. Ein Hammer kam schon wieder in mein Bild rein. Langsam, also es ist sowieso kein Zufall, aber das hier gerade eben sah auch nicht mehr wirklich nach Zufall oder ups, Hitze des Gefechts aus. Und er so, oh, guck mal, da ist der Silu. Ich muss ihn verarschen und totschlagen. Ja, genau so. Danke, Zinokre, für diese wunderbare Aufführung der Tatsachen, dass du auch mal Paul so schön nachmachen kannst. Ey, guck mal! Ich habe den Tail getrennt. Und ich habe den Zinokre getötet. Alles mein Verdienst. Hashtag Skiller ist anwesend und jetzt lass mich aushäuten. Warte, ich habe Sinu gehört. Was steht im Chat? Hi, ach du Scheiße. Ich bin doch gar nicht krank. Meine Güte. Aber lass mich wenigstens noch ganz kurz aushalten. Ey, guck mal, das ist auch ein Shiny Drop. Alter, was habt ihr gemacht, als ich abwesend war? Gut, das Heil Sinu erklärt so ziemlich, was ihr alles mit dem wahrscheinlich angestellt haben könntet. Und ihm mit seinem Stern auf der Brust. Aber, Mensch, ich war nicht da. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht befohlen. Paul, du hast echt Spaß daran, oder? Problem ist, ich kann mit den Waffen dich so ziemlich überhaupt nicht wegsteuern. Ich weiß zumindest noch nicht wie. Aber ich kann mit diesen Waffen ausweichen, Alter. Alter, Leute. Macht mal ganz ruhig. Wenn plötzlich drei große Waffen, Männerwaffen? Waffen der Frauen? Waffen der Männer auf dich zukommen, weißt du, du bist gefickt. Aber so richtig, in jeglichem Sinne. Ey, eine Rostscherbe, cool. Und halt High-Rank-Sachen, was zu erwarten war. Low-Rank-Sachen, natürlich, was zu erwarten war. High-Rank wäre irgendwie ein bisschen übertrieben cool. So, Items. Ey, Laune plus 10. Nice, ich habe mich selber bekommen. Finde ich gut. Und wir haben es in 4 Minuten geschafft. Im Vergleich zu Smaragd-Kongalala könnten wir tatsächlich ziemlich gut vorankommen. Muss ich jetzt mal so sagen, wie es einfach so ist. Übrigens, der Stream geht heute, sollte die Frage kommen, echt nur bis Punkt 20 Uhr. Auch wenn es sehr gut läuft, denn heute kommt der Club der Toten Dichter auf, ich glaube, 6. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Und meine Mutter will mir ein bisschen Kultur einflößen und ich habe den Film noch nicht gesehen und er soll ja verdammt gut sein. Weswegen ich da dann mal mit hingehen werde. So, und mir das Ding mal angucke. Mal sehen, wie es wird und euch dann demnächst davon erzähle.
Also, weiter in Jägerrang 3 Quests. Wir haben Eier-Quests, die wir auch nicht machen werden. Ich würde sagen, wir machen weiter die Fortgeschrittenen. Jetzt, wo mir eingefallen ist, dass die Typen rasend werden können. Und da nehmen wir den T-Rex. Passt zum Thema Ginuga mehr oder minder dazu. Wir machen T-Rex. Grausiges Gepolter. Wo ich mal kurz zu einer Donnerwaffe wechseln könnte, beziehungsweise eigentlich habe ich Lust auf Insektenstab. Ich will meinen Stab mal wieder rausholen. Der Smiley sieht ja mal verdammt geil aus. Way! Okay. Ist in Ordnung. Mal sehen, was ich alles noch habe. Also ich habe zwar vorhin meine Waffen durchgeguckt, aber ich weiß sie nicht mehr auswendig. Großschwert könnte man machen, aber das ist mit vier Leuten meistens relativ schwierig, da die guten Dinge rauszuhauen. Langschwert mit Lähmung, da könnte ich euch ein bisschen helfen. Ist vielleicht auch eine gute Idee. Schild und Schwert werde ich später nochmal spielen. Was habe ich denn für Insektenstäbe? Habe ich Gift? Grundsätzlich nicht so schlecht, aber die Schärfe sieht halt nicht so geil aus. Ey, ich habe eine tigrische Schneide. T-Rex-Schneide. Punkt für dich aus. Na gut, wir nehmen die Teufelsklinge. Der Teufel ist wieder da. So einfach ist das. Was? Ach, das war ein Danke-Sinu. Nicht ein Danke-Sinu. Verschreibt sich ja jeder mal, ne? G und K, liegt das beieinander? Naja, auf dem Keyboard fast. Paul läuft gegen die Wand. Ist er auch mal ein bisschen verwirrt, geht in Ordnung. Ich laufe auch gerne gegen Wände, wie man gerade in Streams immer wieder gerne sieht. Und wieso ist jetzt eine Quest weniger da? Wo ist mein T-Rex? Ah, hier ist der T-Rex. Gerade noch mal Schwein gehabt. Hey, Deus! Benutris. Ben Nutte is. Ah, you're from England. Hello, yes, this room is full. We already have three fighters alongside me, which are all really skilled, I have to say, more skilled than I am. But thanks for trying to join me. More luck next time. Zurück zum Thema. Also, grausiges Gepolter in wunderschönen Eishöhlen. Ach mein Gott, das... Wer hat mir meine Bälle und meine Bomben weggenommen? Ich verlange eine Erklärung. Und warum steht ihr alle so doof rum? Achso, warte, Heißgetränke. Ey, ich hab welche... Dankeschön, Paulinchen. So nicht, mein Freundchen. Jetzt komm, geh und ich jag für mich die Monster. Ich sehe schon, wir werden keine Freunde mehr. Also, ich werde dicker Freund mit deinem Hammer. Aber wir zwei, das wird etwas schwieriger. Wow, Crono wird von Peppe vernichtet. Alles klar. Hashtag sehr geskillte Jäger. Läuft bei uns. Okay, solange es nur Peppe sind und kein T-Rex, ist alles in Ordnung. Mein Gott. Na gut, aber wenigstens hat einer schon den T-Rex gefunden. Hier wäre ich natürlich auch alleine sofort hingelaufen. Und gut, schreien konnte der schon immer. Ich hatte eine Lehmwaffe, ne? Das heißt, habe ich mir schlauerweise gut überlegt ausgesucht. Heißt, wenn ich da jetzt so ein bisschen was raushauen könnte, wäre es schon mal sehr, sehr schön. Ein bisschen Lähmung, um meinen Freunden auch im feinen Kampf weiter zu helfen. Ich habe das Gefühl irgendwie, dass das Langschwert so ein bisschen langsamer ist. Und vor allen Dingen, weswegen auch vorhin keiner geritten ist, das Monster. Hier war das Reiten ja zwar sehr stark. Ah, wäre jetzt Paralyse gekommen, wäre es viel geiler gewesen. Aber während des Reitens darf ja keiner angreifen. Das ist natürlich äußerst ungünstig. Sorry, ich bin drin. Welcher Idiot hat das als Spruch gemacht? What the fuck? I'm flying. Alter. Ich hätte gedacht, dass der viel eher aufhört. Ich glaube, ich habe da mal einen Abgang gemacht. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Frage ist bloß, wohin genau? Wir uns genau. Alles klar, ich komme da mal wieder zurück. War jetzt natürlich ungünstig. Ich wusste gar nicht, dass man da so runterfliegen kann in das Gebiet, aber hey.
Und ich hasse Tigrex, sagt Nixos Wixos. Ja, kannst du nicht drauf abwichsen, das ist natürlich sehr schade. Nixos Wixos passt mal wieder. Und ihr werdet richtig an Platz gemacht, also gerade Crowdon. Und ich habe natürlich kein Lebenspulver mit. Ansonsten würde ich das jetzt sofort benutzen. Ey, ich bin zum Glück nicht der einzige Jäger und Atra mitgedacht. Das finde ich super. Aber wo mitgedacht? Vielleicht. Aua. Hätte ich auch ein paar schöne, nette Fallen mitbringen können. Aber ich habe ja meine Lähmung. Das ist doch natürlich Falle genug, die auch bisher so häufig zugeschlagen hat. Oh mein Gott. Habe ich wirklich Lähmung? Das ist doch die Teufelsklinge. Die ist doch eigentlich vom Typ Elektro, oder? Bevor ich dir die ganze Zeit Bullshit erzähle. Kann ich. Na, Ausrüstung. Element Elektro. Gut, dann habe ich Lähmung und Elektro vielleicht leicht verwechselt, aber die Farbe ist mir halt so hart aufgefallen, ne? Also selbst wenn ich dumm bin, ab und zu, die Farben kann ich mir noch merken. So, jetzt darf ich weiter angreifen, weil das Vieh ja rasend wird. Komm, jetzt den Tail, komm schon, jetzt oder nie! Also, beziehungsweise, jetzt wäre es halt so geil gewesen wie sonst nie. Sehr schöne Bomben, nice gemacht, Leute. Okay, das zu meinen wäre auch zu geil gewesen. So, könntest du bitte genau dorthin, mein Tigi. Mein Tigi hört auf mich. Habe ich ihn häufig genug gestreichelt, genügend Prüfung bestanden. Und jetzt macht er genau das, was er sollte. Außer in die Falle gehen. Okay, dann sind wir mal nett. Hi, Zarok. Tschüssi. Oh, verdammt, ich dachte, ich hätte noch Paul getroffen. Das ist natürlich noch geiler. So. Och, die Bombe. Ne, genau. A, die Bombe. B, die Falle hätte auch keine Sekunde früher anfangen können, sodass ich nicht noch weggeschleudert werde. Aber hey, wer auch immer es gemacht hat, wir Nebenquest ist. Was war wir Nebenquest? Kurz mal die wichtigen Teile im Leben gucken, Kopf verletzen. Ah, das war ich. Natürlich, wer auch sonst wäre so geskillt, das hinzukriegen. Apropos geskillt, ich bin gleich rasend. Komm schon! Oh, das wäre fast geil gewesen. Und ja, ich habe mich dran erinnert. Komm schon, schlag mich! Oh. Danke! Hat er den Schaden für mich abgefangen. Dafür habe ich den Tigrex-Wilder aufgehalten. Zumindest habe ich es probiert. Mit all meiner Macht. Und ich bin vom Virus befallen. Shit! Und ja, ich habe mir gemerkt, dass das eine ganz, ganz schlechte Sache ist. Auch wenn Tigrex gerade mal Fußballspieler wurde. Oder halt auch Schauspieler. Bester Darsteller auf der Welt. Was für eine Diva aber auch. Und ganz ehrlich, ich bin mir sicher, na verdammt, dass das Langschwert hier langsamer ist als in Try Ultimate. Oder es liegt daran, dass der Bildschirm unterschiedlich groß ist. Mein Gott. Chabo? Was war denn jetzt los? Achso, wahrscheinlich, weil ich vorhin die Bomben hingelegt habe, ne? Ja. Wo fliegt er hin? Ah, stimmt, hier gibt es die Auto-Zoom-Funktion. Die ich vorher schon erwähnt habe, die hilft auch beim Verfolgen von Monstern. So, wäre schön, wenn mein Virus jetzt langsam mal abklingen würde. Das wäre nett für mich. Ansonsten. Er ist sogar direkt hier und rennt gegen Wände. Ganz was Neues für Tigrex. Oh, schöner Schlag, Zarok. Richtig, richtig elegant reingehauen. Apropos elegant. Genau daran habe ich gerade gedacht. Elegant untergebracht. Schön, schön. Und er hat Hunger. Kommt Crowdon noch, bevor der Monster tot ist, auch irgendwas hin, ihn zu töten? Och man! Das ist aber scheiße von euch! Kriegen wir es hin, ihn zu töten, bevor er wieder ins Gebiet kommt? Jetzt, wo ich keine rote Waffe habe, kriegen wir es natürlich nicht hin. Ne, das ist halt zu erwarten. Habe ich den gerade umgehauen? Wäre auch nice gewesen. So, jetzt beweg dich nicht! Ich will noch rot! Yes! Am Ende des Kampfes. Und Crowdon ist genau jetzt reingekommen. Ne, hat ja fast funktioniert. Und hey, ich bin nicht der Erste, der gestorben ist. Crowdon ist der neue Noob und nicht ich. Och, komm schon. Sowas würde ich doch nie machen. Also wirklich, Leute, reißt euch doch mal zusammen. Meine Fressaua. Crowdon, was soll das denn? Junge. Hab ich mal getroffen? Das war nicht ich, das war... Ey, Paul, ich sehe das. Dankeschön. Und, haha, wenigstens die paar Leute, die nicht aufpassen, treffe ich noch. Also ich dachte gerade, es trifft mich selber noch. Das wäre vielleicht etwas bitter gewesen. So, ich habe auch mit Langschwert nichts, um die Leute wegzuschlagen. Das ist doch scheiße. Ich kann mit denen überhaupt nicht mithalten.
Ich habe nicht genügend Bums dahinter. Ich kann sie bloß umstupsen. Und selbst das nicht so wirklich. Ich brauche größere Waffen, mit denen man besser Player vs. Player spielen kann. Das sollte mein neues, grandioses, wichtiges Ziel sein. So, aber nichtsdestotrotz, wir haben immer noch ein anderes Ziel. Wir haben locker noch 2 oder 3 Quests, die wir hier in der Zeit schaffen können. Also sollten wir auch das versuchen mit unterzubringen. Und hey, noch mehr Rasereikristalle. Die waren für Chemie wichtig, ne? Also für Alchemie. Ey, und wir haben 2 Minuten länger gebraucht. Weil T-Rex halt doch ein bisschen böse war uns. Weil ich halt 2 Minuten aus dem Gebiet draußen war. Es war alles meine Schuld. Wäre ich nicht am Anfang runtergeflogen vom T-Rex in den Abgrund. Suicide-Flug? Suicide-Sturz? Wäre alles wesentlich besser gelaufen. Und dann... Ach ja, dann hätten wir noch in 2 bis 5 Minuten schneller besiegt. Gut. Machen wir mal direkt weiter, wenn es so gut läuft. Wir hätten noch eine Familiensache. Ich will allerdings kein Gravios machen. Warum ist eigentlich das hier keine Familiensache? Gut, hier wird die Familie dann aufgefressen, aber trotzdem. Monster weg, Futter her. Hey, sehr schön, Gourmet-Gutschein. Gut, ich würde sagen, wir machen die Ein-Mann-Armee und kämpfen zu 4 gegen 2 Männer. Junge General, das Hauptquartier will mich umbringen. Ich soll einen der Skinner und eine Kekka-Wacker mit nur einem Soldaten erledigen. Und der ist bereits desertiert. Kluger Kerl, hilf mir bei dieser Selbstmordmission, Jäger. Geht in Ordnung. Wir machen also die beiden alle, Nerskilla und Kerrawacher. Ja, danke schön. So, erstmal können wir den Gourmetschein wunderschön mit ausnutzen. Ich glaube, vorhin habe ich auch gar nicht gegessen. Daher, auch deswegen hätte es vielleicht ein bisschen länger dauern können. Und Verteidigung ++ gegen die beiden Typen, eigentlich nicht so wichtig. Eigentlich wäre Angriff besser. Das heißt, wir nehmen wieder eine fette, den Königstrüffel mit einem Drachenhäuptchen und eigentlich alles komplett useless. Aber gut, 9 Minuten nach 20 Uhr, 10 Minuten nach 20 Uhr, die Kerrawacher mit Nerskilla kriegt man noch hin. Kein Ding, schaffen wir irgendwie. Ich muss bloß kurz die Waffe wechseln. Alter, was hatten die für Schwächen? Wusste ich ja noch nie, shit. Ich habe ja nicht einmal nachgegoogelt, was die Monster für Schwächen haben könnten. Immer bloß versucht zu raten oder mich auf eure Kommentare bezogen, welche ich da wahrscheinlich bis jetzt schon wieder vergessen habe. Das heißt, jetzt können wir endlich eine Waffe nehmen, die Lebenelement hätte. Oder zum Beispiel, auch Gift ist gegen der Skiller nicht so gut wahrscheinlich. Dann nehmen wir in einfache Seltenheit 3... Oder? Was ist auf jeden Fall nicht gut, würde ich sagen. Das heißt, ja, komm, wir nehmen jetzt einfach die Seltenheit 3 Knochenklebe. Das passt schon. Irgendwie. Zumindest habe ich Nerskilla ziemlich häufig mit Knochenklebe gemacht. Da wird es jetzt auch noch einmal mehr gehen. Kekka-Wakka. Kecha-Wecha. Geht auch irgendwie. Schaffen wir schon. Muss uns bloß ein bisschen beeilen, ne? Mit 9 Minuten. Es gibt noch eine Minute, die wir warten müssen, bis die Monster endlich sich denken: Oh, ich bin tot. Ich kann sterben. Geht voll in Ordnung. Und dann noch eine Minute, bis die Quest wirklich zu Ende ist. Das heißt, jetzt schnell angenommen mit der Ein-Mann-Armee. Nicht vergessen, wir müssen den Schwanz des Affen verwechseln. Angreifen. Crowdon hat Gi-Schwert. Jubiläumsschwert. Und Gier-Sachen. Crowdon, hast du das schon die ganze Zeit? Wir haben es einfach übersehen. Auch geil, wie Paul anfängt zu petzen. Er hat das Schwert schon die ganze Zeit. Könnte erklären, warum es die ganze Zeit so schnell ging. Crowdon, wir haben nur noch 8 Minuten. Ach komm, fuck it. Wir haben Lorik eh schon abgeschlossen. Geht in Ordnung. Leute, Crowdon zerstört zwar die Norm, aber das geht in Ordnung. Ausnahmsweise mal, weil wir nicht so viel Zeit haben. Auch toll, wie er einfach die komplette Rüstung jetzt angezogen hat. Und ich habe vorhin das, die Waffe auch schon gesehen. Wahrscheinlich hat er es einfach gewechselt, ohne ich es bemerkt habe. Ich habe euch vertraut. Aber stimmt, die großen, bösen, leuchtenden Waffen sind meistens nicht Low Rank. So, meine Bomben, meine Bomben, meine Bomben. Hat zwar keine Ahnung, wo ich einsetzen soll, aber erstmal nehmen. Kann man später ja immer noch mal irgendwie benutzen. Netter Versuch, Paulinchen, aber nicht mit mir. Komm, jetzt! Nice! Und ich kann leuchten. Kann die Ampelleuchte einsetzen. Wee, wee, wee. So. Crown steht erstmal wieder. Übrigens, bei Crown ist es auch gar nicht so schlimm, wie er die G-Waffen hat. Ich meine, habt ihr vorher gesehen, wie sie ja von Peppen platt gemacht wurde? Alles klar.
Ah, und ich darf das jetzt erstmal ein Keks. Alles klar. Er wurde vorhin von dem Peppe umgestoßen und platt gemacht. Er ist nicht wirklich geistig anwesend. Da darf er auch ruhig ausnahmsweise mal ihm Waffen zutrauen. Außerdem war er der Einzige, der gestorben ist. Und ich kann ihn von hier oben echt nicht treffen. Ah, doch, jetzt kann ich. Weil er gleich mal hier hoch... Junge! Vielen lieben Dank! So, warte. Das hier ist eine Insektenklave, also muss ich den Typen, wenn möglich, abschießen. So kann man schießen, so konnte ich den Zug... Ah, nein, warte, so konnte ich schießen. Ich habe keinen... Oh, oh. Ich habe absolut keinen Strom mehr. Fuck! Leute, ich habe maximal noch 2 Minuten, bis mein 3DS ausgeht. Jetzt so nie! Ich weiß nicht mal, wie die Steuerung von dem Scheißding war. Oh, oh. Steuerung war ausweichen. Wunderschön. Heißt, ihr müsst das machen. Ich krieg wahrscheinlich nicht genügend... Au, Schaden in der Zeit. Aber ich sehe zumindest bei dem da unten, kommt ihr auch gut voran. Alter, dieser Skiller. Die Spinne spinnt doch wohl. Gibt mir jetzt schon auf die Nerven. Gut, ihr macht den Kekawaka. Ich fall in der Zeit durch die Skiller durch. Schön. Dann machen wir das halt so. Ich sehe, unsere Aufgabenteilung ist Wunderbärchen. Alles klar. What the fuck? Hashtag in Monster Hunter geht's ab. Alles klar. Was passiert eigentlich heute mal nicht so kurz nebenbei? Wir sollten übrigens wirklich den Kekawaka zuerst töten. Weil der ist jetzt einmal schon rasend. Und es wäre scheiße, 2 Rasenmonster zu haben. So, erstmal nochmal kurz stackern lassen. Kümmert sich irgendjemand um die scheiß Affen? Ich kann es gerade nicht sehen. Egal, ich gehe kurz runter und dann mache ich das halt. So, anvisieren. Ah ja, sehr schön. Sind 2 Mann sogar. Finde ich nice, dass jemand auf meine Ansagen hört. Und er müsste jetzt eigentlich schon weghumpeln, so wie ich euch kenne. Ja, sehr schön. So weit komme ich nicht, ne? Na, doch, wäre ich... Oh, schöner Schlag. Ich habe bloß nicht ausreichend genutzt. Verdammt. Leute, schlagt mich hoch. Leute. Okay, dann halt nicht. Es wäre so geil gewesen, wenn wir uns wieder ohne Worte verstanden hätten. Aber nein. Toll, jetzt wird die auch noch rasend. Aber gut, der andere humpelt ja schon, ne? Und wir haben jetzt einen, der fröhlicherweise ihr nach... Also, dem Kekawaka nachgeht. Das sollte funktionieren. Und ab damit. Sehr schön. Ich habe, glaube ich, nicht einmal wirklich meinen Superhelden-Modus aktiviert, oder? Shit, wie konnte ich das nochmal? So konnte ich schießen, oder? Ah nein, Zarok ist auch hier. Wir sind alle hier. Okay, genau, so konnte ich schießen, so konnte ich zurückholen. Klappt doch. Wenn ich jetzt noch so ein bisschen zielen könnte. Wie auch gerade gar keine Musik kommt einfach. Ich sollte vielleicht auch auf Dinger ziehen, die unten sind. Und die humpelt auch. Sehr schön. Können wir jetzt mal schnell nebenbei beide gleichzeitig töten. Das wäre mir sehr, sehr lieb, weil wie gesagt, es blinkt rot. Weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich hoffe schon. Glaube ich falsch? Ah nein, das passt. Ich weiß, was ich mache. Ich muss ja bloß ein Monster verfolgen, was gerade vor meinen Augen weggerannt ist. Das kann schon nicht so falsch sein. Ich mach das! Zarok, lass mich! Ich bin der Aufnehmende! Das muss cool aussehen! Yes! Ich hab's echt hochgeschafft! Ich hab das Vieh zwar nicht getroffen, aber I don't care! Fick dich! Fick dich einfach nur! Wer auch immer das gerade gemacht hat! Mann! Das war doch schon so cool. Da musst du es nicht noch... Oh. Ich glaube, Crownon hat in der Zeit den Skiller getötet. Habe ich so den ganz famosen Verdacht. Schön gemacht, Crownon. Deswegen hattest du die G-Rank-Waffe. Ich sehe, du hast sie zu gutem Nutzen gebracht. Paul, lass das. Gleich werde ich aus Versehen disconnecten, weil mein 3DS ausgeht. Nein, weil ich das so will. Ich brauche die Items, Leute. Also jetzt muss ich das doch wieder neu farmen. Lasst mich doch kurz in Ruhe. Ich muss auch noch zu der scheiß Spinne. Oh Mann, ihr spinnt doch. Ernsthaft. Seid alle irgendwelche Peter Parker und Spider-Man. Ich kann mich schon wieder nicht weghauen, weil ich einfach mein Großschwert, meinen Hammer nicht nehme. Ach Mann. Fuck this shit, I'm out. Ich springe jetzt einfach die ganze Zeit rum. Ha, könnte mich auch nicht kriegen. Kann man eigentlich von hier aus an Wände springen? Ich glaube nicht, ne? Ah, schade. Das wäre doch geil gewesen. Aber hey, damit haben wir das schnell und easy geschafft. Vielleicht dank G-Rank-Waffen. Aber innerhalb der vorgegebenen Zeit ist jetzt 19:58 Uhr. Ja.
Und mein scheiß DS blinkt so fucking rot. Kann ich einfach sagen, ich will alles nehmen, es würde schneller gehen. Schnell, schnell, damit ich speichern kann und hoffentlich geht das nicht beim Speichern aus. Ja, ist mir egal, komm schon. Jetzt geht er, ja, toll. Speichern. Komm schon. Speicher auf der SD-Karte. Ah, sehr schön. Gut, damit haben wir das geschafft. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Das war unser Halb-Offline, Halb-Online-Stream. Beim nächsten Mal werde ich mich wieder hart an die Waffengesetze halten. Wir haben hier strenge Waffengesetze in Deutschland. Wir sind nicht in den USA. Da muss kontrolliert werden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Fürs Mitmachen natürlich auch. Ohne euch hätte ich nicht so geil kämpfen können. Hätten wir es niemals so schnell geschafft. Da wäre ich eher weiter von irgendwelchen High-Rank-Monstern vermöbelt worden. Und deswegen auch nochmal Crowdout an dich. Danke fürs letzten Endes alles töten. Und damit, adios amigos und hoffentlich auf Wiederhören.